Was denn da bist? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das ist nicht lustig. Ich heiße Jens und ich bin noch im Stimmbruch. Aber bald bin ich auch endlich fertig mit der Pubertät. Ausführliche Informationen dazu gibt es in einem Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Aber jetzt geht es um den Krieg gegen die Ukraine. Aus Kiew und anderen Großstädten wurden erneut Explosionen, Schüsse und Zerstörungen gemeldet. Russlands Präsident Putin wiederholte seine Forderungen, die gesamte Erde müsse als russisches Staatsgebiet anerkannt werden. Gespräche hochrangiger Vertreter der Ukraine und des russischen Eishockey-Nationalteams blieben ergebnislos, sollen aber fortgesetzt werden. Die russischen Truppen weiten ihren Angriffskrieg zunehmend Jens, auf den Westen. Guten Abend, Jens, stopp mal eben, lass mich mal ran. Guten Abend, Susanne, was ist los? Das, was Putin in der Ukraine abzieht, geht gar nicht fit. Das stimmt. Und deshalb werde ich jetzt bei dem russischen Präsidenten anrufen. Nicht nur die Оценку происходящему, но и проинформировать вас. Шиш. Putin, was geht? Digga, halt den Mund. Ich kann kein Chinesisch. Putin, du hörst mir jetzt mal zu. Alter, wieso hast du einfach so die Ukraine angegriffen? Das ist richtig ehrenlos. Und damit hast du ab jetzt Hausverbot in Deutschland. Und noch was, ich werde nie wieder russischen Wodka kaufen. Das hast du jetzt davon, du Geringverdiener. Was ist das? Fuck, mein Jägerschnitzel brennt in der Pfanne an. Ich muss los. Ciao, Kakao. Что Украина для нас это не просто соседняя страна. So, Metal-Leute. Servus und herzlich willkommen. Wenn ihr euch fragt, wo wir hier sind, wenn du anderen Leuten so auf den Sack gehen willst, dass du so eine jämmerliche Nuss bist, du kriegst eh nichts gegen mich hin, du kommst ja nicht einmal gegen meine Stimme an. Während ich rede, hört dir sowieso keiner zu. Du bist eine armselige kleine Wurst. Du brauchst Aufmerksamkeit, bist ein anonymer Pisser im Internet, der die Fresse aufreißt und sagt, dass ich nichts bin, obwohl ich 900, 950 Zuschauer in meinem Stream habe. Junge, such dir mal einen Job und geh mal arbeiten. Ich sitze vielleicht hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. Mettwurst ist zufälligerweise streichbar und deswegen bin ich flexibel. Dein Leben ist geradlinig, meins ist eben breit gefächert und ich kann das machen, was ich will. Solltest du drüber nachdenken? Was redet dieser Typ eigentlich für ein Mist? Ich übersetze das einfach mal. Russland ist an der friedlichen Lösung nicht interessiert und wir werden in die Ukraine einmarschieren, denn die Ukraine soll zu Russland gehören. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Nein, jetzt red ich. Das wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt außer wie es ist. Es wird sich hier kein bisschen ändern. Oh! Und damit weiter in die Ukraine. Unser Korrespondent André Gass. Welche Eindrücke haben Sie heute dort gesammelt? Jetzt gibt's Krieg. André Gass, danke nach Moskau.